So, hallo, hier ist das Basisvideo zur Integration durch Substitution und gleichzeitig eine Hilfestellung, wie man sich das, wenn man es durch einen Blackout verliert, möglicherweise wieder herrichten kann. Denn ich werde es jetzt hier mal erklären an dieser Funktion e hoch 2x. Das heißt, es ist speziell jetzt für die e-Funktion und für die verketteten e-Funktionen gemeint. Das heißt, wir haben hier erstmal eine Verkettung mit einer linearen Funktion. Das heißt, im Exponenten steht jetzt hier nicht x, sondern e hoch 2x, also 2x steht hier im Exponenten. Und das ist die lineare Kettenregel der Integration. Das heißt, wir können jetzt hier als nächstes gleich die Stammfunktion hinschreiben und e bleibt sich immer treu, ob beim Integrieren oder beim Ableiten, also beim Stammfunktion bilden oder beim Ableiten. Und beim Ableiten würden wir jetzt mit der Kettenregel mal die Ableitung der inneren Funktion 2x, in diesem Fall also mal 2 rechnen. Und bei der Kettenregel der Integration teilen wir jetzt durch die Ableitung von 2x. Das heißt, wir teilen durch 2 oder multiplizieren mit 1/2. Und dann haben wir hier die Stammfunktion gebildet. Die eckigen Klammern sind natürlich dann jetzt mein Reminder gewesen dafür, dass hier eigentlich plus 10 gehört, weil wir haben ja gar keine Grenzen. Wenn wir Grenzen haben, das heißt ein bestimmtes Integral haben wollen, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit mehr, zu der es aber gleich noch ein weiteres Basisvideo gedreht wird. Ja, zu der ein Basisvideo gedreht wird. Aber wir machen ja Mathe und nicht Deutsch. So, das hier kann man sich schon mal aufschreiben, denn das ist nachher jetzt das Ziel, was wir verfolgen, wenn wir substituieren wollen. Und bei so einer verketteten Funktion mit einer Funktion hier im Exponenten können wir den Exponenten grundsätzlich gerne mal substituieren. Und diese drei Schritte werde ich jetzt erstmal aufschreiben und dann währenddessen erklären. Das heißt, das erste Mal substituieren wir, schreiben wir, die innere Funktion ist gleich u oder u ist gleich die innere Funktion. Dann leiten wir u ab und u ableiten heißt du. Und du ist auch tatsächlich die Ableitung von 2 und da schreiben wir nochmal das dx dahinter. Das ist jetzt so, ist so standardmäßig irgendwie, dass man da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn man das einmal auswendig gelernt hat. Das heißt, wir substituieren. 2x in diesem Fall ist gleich u. Dann kommt in der nächsten Zeile gleich du ist gleich Ableitung von 2x ist 2 und dahinter dx. Fertig. Das Ganze wird jetzt aufgelöst nach dx ist gleich 1/2 du, weil wir teilen hier durch 2, dann ist es 1/2 du. Dann können wir jetzt 2x, was hier steht, dafür können wir u schreiben und für das dx hier schreiben wir jetzt 1/2 du und dann steht da ist gleich Integral von e hoch u mal 1/2 du. Jetzt können wir das Ganze, kann man natürlich auch so schreiben, dass man das 1/2, jetzt kann man sowohl hier hinschreiben, 1/2 mal, oder man kann es hinschreiben, hier 1/2 mal. Das ist letztendlich vom Ergebnis, fürs Ergebnis macht das überhaupt gar keinen Unterschied, damit man das nachher gleich möglichst gut vergleichen kann mit dem, was wir gerade eben mit der linearen Kettenregel berechnet haben, schreibe ich das mal so hin und mache hier ganz unkonventionell irgendwo schräg in die Ecke jetzt die Stammfunktion davon, denn e hoch u aufgeleitet, also die Stammfunktion von 1/2 e hoch u ist einfach mal 1/2 e hoch u, nichts dran zu rütteln, plus c. Aber wir wollen ja e hoch 2x dx bestimmen und nichts mit u hier hinterher als Stammfunktion haben. Das heißt, jetzt müssen wir resubstituieren. Hier steht ein u und das u entspricht dem 2x. Das heißt, wir können hier statt dem u 2x schreiben. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was man vorhin aufgeschrieben hat bei der linearen Kettenregel, wird man feststellen, es ist das Gleiche.